Er schickt gerade die Bomben. Nein. Bombs? Hallo allerseits. LP. Bomb. Hier. Und willkommen zu. Super. Also willkommen zur Folge 89 von Heshikwati Bomben. Für die, die nicht wissen, was Heshikwati Bomben ist, in Heshikwati Bomben werde ich eure Fragen beantworten. Mal ernst, mal weniger ernst. Unter dem Heshikwati Bomben. Oder Heshikwati Bomben. Je nachdem, was euch lieber ist. Ja. Die Abschlussprüfung wurde wegen des Coronavirus auf Mitte Juni verschoben. GG. Naja, das Gute ist jetzt, dass ich das Let's Play zum Final Fantasy VII Remake jetzt in aller Ruhe dann auch hier einmal aufnehmen kann. Und dass ich jetzt auch mehr Zeit zum Lernen habe. Aber, ja, ganz ehrlich, mir wäre es lieber gewesen, wenn ich es Ende April geschrieben hätte. Dann hätte ich schneller hinter mir. Aber ja, dementsprechend kommt dann die Videopause dann auch ein bisschen später. Dann wahrscheinlich erst Anfang Juni. Und ansonsten, um einmal die vorige Heshikwati-Bomben-Folge anzusprechen, also, da muss ich sagen, auf jeden Fall, freut mich zu hören, dass ja noch einige Leute aktiv sind. Es haben einige Leute ja kommentiert und, freut mich auf jeden Fall zu hören, dass ihr noch dran geblieben seid. Da auf jeden Fall danke an alle Leute, die auch da kommentiert haben. Und natürlich auch noch an die stillen Zuschauer, ist ja klar. Aber ja, so oder so, das Jahr 2020 wird, so wie es aussieht, eine ziemliche Achterbahnfahrt sein. Mit sehr vielen großen Höhen und Tiefen. Noch bin ich noch nicht bereit, darüber zu sprechen, aber, sobald es dann soweit ist, werdet ihr auf jeden Fall eine Benachrichtigung bekommen. Vorausgesetzt, habt ihr die Glocke aktiviert. Aber ja, so oder so, das Jahr fängt doch schon mal toll an. Ne, mit Covid-19. Ja. Aber naja, um etwas weniger schlechte Nachrichten zu verbreiten, also, das Hype der Menschen im Turnier Mark 2 Let's Play ist jetzt ja offiziell durch. Und ja, am selben Tag, wo Heshikwati Bomben online kommen wird, da wird ja auch einmal das nächste Let's Play starten. Und ich kann euch schon mal sagen, also, das Ding wird maximal 7 Parts in Anspruch nehmen. Ich werde sogar die Parts ziemlich kurz halten müssen, damit ich auf diese 7 Parts komme. Weil würde ich die Let's Play Parts bei diesem Spiel in Normallänge machen, das Ding wäre nach 2-3 Parts gegessen. Ja. Deswegen würde ich sagen, ja, machen wir jetzt schon mal die Abstimmung für das nächste Let's Play. Ihr habt ja wie immer die Auswahl zwischen Colony Wars Red Sun, Beyond Good and Evil und weil das Ding ja so kurz ist, Hyper Dimension Neptunia Victory. Okay, Spaß. Das Ding kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, aber da würde ich sagen, Knight Rider 2 The Game. Ja, der Nachfolgertitel vom ersten Knight Rider. Aber ja, das Ding ist genauso kurz wie das erste Knight Rider Spiel. Leider. Aber die haben in dem Teil natürlich einige Sachen verbessert. Kid hat jetzt Waffen, ein Lasergewehr und eine Plasmakanone. Und im Kofferraum hat er Raketen. Nice. Und auch so, die Missionen sind auch sehr viel einzigartiger geworden. So ein bisschen wie bei Colony Wars und Colony Wars Vengeance. Sein oder nicht sein. Aber ja, da würde ich sagen, habt wie immer ihr die Macht. Ihr entscheidet, was danach kommt, nach Knight Rider The Game. Deswegen ja, wie immer, stimmt hier oben ab. Und ansonsten war das, glaube ich, alles, was diese Woche passiert ist. Ja. Also dann schauen wir jetzt doch mal an, was meine bombastischen Abonnenten für Fragen gestellt haben. Solange es dir ja Spaß macht, musst du ja nicht aufhören. Also wenn ich mir nur darüber Sorgen machen müsste, dann auf jeden Fall. Aber ja, das Leben ist natürlich mehr als YouTube, deswegen, es kann wirklich sein, dass im absoluten Worst Case ich dann wirklich dann den Kanal stilllegen muss. Aber ich denke mal, das wird so schnell nicht passieren. Also zumindest hoffe ich das. Aber ja, so oder so kann ich sagen, Reality is often disappointing. Und die nächste Frage hier, die haben sich wohl da so ein kleines bisschen überschnitten. Es haben jetzt der Danny und der Yannick ja so gesehen dieselbe Frage gestellt. Läuft. Wie kamst du eigentlich darauf, YouTube-Videos zu drehen? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könnte man eigentlich auch dann später draußen eine Real-Life-Story machen. Ja, muss ich mir für später aufheben. Aber um schon mal, die Kurzversion zu bringen, also, zugegeben, ich habe ja, glaube ich, schon mal die Frage beantwortet, aber ja, ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne? Aber ja, das hat alles damals mit dem Nukebomb angefangen, falls noch einige Leute den kennen. Er hatte ja damals ja auf diesem Kanal hier seine Videos geuploadet, und als ich die gesehen habe, habe ich ihm halt meine Hilfe angeboten bezüglich halt Thumbnails erstellen und Videos bearbeiten und so weiter. Da musste er natürlich leider wegziehen, konnte dementsprechend dann auch ja nicht mehr mit dem Kanal weitermachen, mit den YouTube-Videos. Und ab da habe ich dann übernommen. Und so sind wir jetzt auch schon, fast 4 Jahre unterwegs. Krass. Fast 4 Jahre. Ist zwar keine Frage, aber könntest du mal bitte wieder Reactions machen? Habe ich immer mega gefeiert.
Auf jeden Fall danke dafür. Und also ich würde schon sagen, das ist schon eine Frage. Eine Anfrage, um genau zu sein. Auf jeden Fall besser als eine Ausfrage. Aber hier bezüglich den Reactions, also das hatte ich ja auch in Folge 84 von Hashtag Fatty Bomben angesprochen, was ja auch eine Real Talk Hashtag Fatty Bomben Folge war. Ich frage ja immer nach jedem Reaction-Video, was für eine Reaction ihr als nächstes sehen wollt, aber ja, es hat halt niemand kommentiert. Deswegen, ja, kam auch eine Zeit lang auch keine Reactions. Und falls mal irgendwelche Reactions kamen, dann, ja, waren es dann meistens welche, wo ich dann auch, ja, Zeit gefunden habe mit dem Sui. Aber ja, diesbezüglich kann ich auf jeden Fall sagen, also, ich denke mal, in der zweiten Hälfte von 2020, wo der Sui und ich auch sehr viel mehr Zeit haben werden, kann man dann auch durchaus dann auch mehr Reactions machen. Wir haben da beide auch schon etwas geplant, aber beiden fehlt natürlich halt die Zeit, vor allem dem Sui. ja, also auf jeden Fall, Reactions sind auf jeden Fall, ja, geplant, dass da wieder etwas kommt, dieses Jahr noch. Willst du dir in Zukunft ein anderes Auto holen oder deinen jetzigen bloß aufgerüstet holen? Bester Kanal. Danke dafür. Und dieses Mal hast du sogar das Hashtag richtig geschrieben, also muss man auch loben. Aber ja, mir ein anderes Auto holen oder einfach meine nur aufgerüstet holen, also sprich in anderen Worten gesagt, willst du dir ein Auto kaufen oder ein Auto kaufen? Und mein jetziges Auto aufgerüstet holen, also statt den Shelby GT500, den Shelby GT500 Supersnake. Nee, aber so oder so, die nächsten Jahre ist auf jeden Fall nicht geplant, dass ich mir noch ein zweites Gefährt hole. Falls es eventuell bald mit YouTube oder Twitch laufen könnte, kann man das auf jeden Fall dann ja in Betracht ziehen. Aber so wie es jetzt ist, nee, da bin ich zufrieden mit meinem Shelby GT500. Kommen mal wieder Videos mit Bettler. Da ist auf jeden Fall eine Videoserie mit ihm geplant. Aber die kleine Schuhklappe hat natürlich keine Zeit. Man kennt es. Also es sind auf jeden Fall ein paar Videos mit Bettler geplant, aber die Schuhklappe muss wie gesagt Zeit finden. Kannst du Russenhocke? Ich meine, richtig, so dass die Fersen auf dem Boden sind. So das. Und das auch noch das mit einem S. Aber ja, ob ich eine Russenhocke kann? Selbstverständlich. Ganz wichtig, Nike oder Adidas? Die Frage ist ziemlich leicht beantwortet. So, das war's mit all den Fragen. Und falls eure Fragen nicht beantwortet wurden, keine Sorge, es gibt immer noch nächste Woche. Lasst übrigens ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr es einer der ersten herausfinden wollt, wenn ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert den Kanal und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram-Snapchat und Twitch-Name steht unten in der Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin.